Sie sagten mir, ich sollte vorsichtig fliegen. Doch ich habe nie auf sie gehört. Sie meinten, irgendwann würde ich es nicht mehr schaffen. Und jetzt ist es passiert. Verdammt! Wo bin ich? Wo ist mein ganzes Zeug hin? Was mache ich jetzt? Also wanderte ich los, durch den großen, tiefen Wald. Jeder Schritt fühlt sich an, als würde ich auf Nadeln laufen. Die armen Kinder, die jetzt nichts kriegen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe. Hier ist absolut nichts! Psst, wir sind hier nicht allein. Wer bist du? Wo sind wir hier? Ich bin Jack. Ich lebe hier seit vielen Jahren. Dies ist der Botanische Wald. Viele nennen ihn nur den Botanischen Garten, doch dafür ist er viel zu groß. Was machst du hier? Ich erforsche das Verhalten von Felsaffen. Dann Wir sind nicht allein. Wir müssen uns trennen. Die Wesen, die hier leben, sind viel zu gefährlich für uns beide. Ich hatte Angst und Freude zugleich. Zwar hatte ich jetzt einen lebenden Menschen getroffen, aber der hat mir nur von Angst und Schrecken erzählt. Diesmal achtete ich vorsichtig auf jedes einzelne Geräusch. Ah! Wer bist du? Meine Freunde nennen mich Dri. Hallo, Dri. Doch, im Wald hat man keine Freunde. Ich brauche eine Banane. Heute war ein sonderbarer Tag. Ich habe heute einen komischen roten Mann im botanischen Wald gesehen. Ich schätze allerdings, er ist gestorben, denn er sah nicht sehr erfahren aus. Aber ich habe für die Felsaffen ein neues Zuhause gefunden. Ich habe diesen Ort auch gleich Affenfelsen getauft und kleine Wohnungen für Studenten eingerichtet. Aber zum Glück bin ich den anderen Kreaturen aus diesem Wald entkommen.